Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu den Nebelchroniken zu Minecraft. Hier in den Nebellanden. Und wir brauchen Glas. Aber ich habe kein Glas da. Doch, hat er. Haha. Machen wir da oben die zwei Jungs noch mit rein. So. Da ist der schon mal dicht. So, jetzt kann man hier natürlich eine schöne Leseecke mit herbasteln. Und hier müssen noch Sachen rein, habe ich gesagt. Dann muss ich hierzu erstmal das Holz hier wegnehmen. Ne, das passt. Was bist denn du? Akazie? Dann müssen wir hier natürlich auch ein bisschen Akazie reinballern. Basteln wir auch mal eine Lampe mit rein. Da brauchen wir jetzt noch mehr Akazienholz für die Wand. Akazie. Bücherregale. Eiche. Hat wenig noch Unmengen Akazienholz. Schauen wir mal, wie weit dann. Das ist super. Warte. Schauen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen. So, da muss das natürlich auch hier noch mit weggeballert werden. Mist. Ich wusste es. Irgendwas passiert. Unser Pseudoschrank. So, Glowstone müssen wir dann noch mitbringen. Aber da haben wir jetzt zum Glück haben wir da so viel von organisiert. Das sollte eigentlich weniger das Problem sein. Mir kommt gerade noch ein Gedanke. Die hier kann ich ja nicht wegnehmen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt... Ich brauche mal eine Steintreppe noch zum Probieren. Was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bastle jetzt hier nochmal einen mit rein. Und zwar so. Doch so. Und so. Wäre das doch eigentlich ein halbwegs schicker Aufgang. Da kann man da noch was mit reinflanschen. Eigentlich kann man das auch so machen. Jo. Kann man. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier das noch mit wegnehmen. So, da kommen dann Glowstones mit rein für die Beleuchtung. Dann wird das hier aber alles echt ein bisschen eng. Oh mein Gott. Ist halt so. Hier hinten haben wir gesagt, kommt eine Leseecke rein. Da brauche ich da aber noch anderes Holz. Eichenholz zum Beispiel. Weil das schmiegt sich ganz gut an mit dem Gedöns hier, mit den Bücherregalen. Holzdruckplatten können wir nochmal mitnehmen. Und hier nehmen wir nochmal ein bisschen Eichenholz mit. So, am liebsten wäre mir natürlich irgend so ein richtig cooles Holzdesignerregal. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Lass mich mal ein bisschen symphonieren. Ups. So. So, pass mal Obacht. Der Lord Regent, der ist ja schließlich nicht von vorgestern. Der kann auch was, gelegentlich. Ausleuchten zum Beispiel. Kann er ganz gut. Wie man auf so diversen Höhentouren gesehen hat. Jetzt, Da.
Haben wir nicht. Aber warte mal, das hier könnte man noch... Ich bin voll gemüllt ohne Ende. Ich lasse mal ein bisschen Quarz hier. Das könnte man noch gebrauchen. Oh, 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 oh. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und die hier brauchen wir. So, wie ist denn das, wenn ich jetzt sage... Das funktioniert so nicht. Dann warte. Dann machen wir hier Trick 17. So, so. Und dann... Die müssten nach außen aufgehen, verdammt. Warte, da fällt mir noch was Besseres ein. Das wird ein Designerregal, Freunde, das sage ich euch. Das wird ein Designerregal. Was sind denn das eigentlich hier gerade für Türen? Eichenholz, Zauntor. Birkenholz. Warte mal, wir nehmen mal Birke. Aber wir haben keine normale Birke da, ne? Nee, haben wir nicht. Mann, ich muss mal ein paar Sachen loswerden hier. Das da und das da. Fichte. Okay, warte. Wir probieren einfach mal ein bisschen. So, pass Obacht. Zack. Dann brauchen wir... Mist, habe ich jetzt nur die... Oh, Manu. Ups. Nein. So, dann brauchen wir Truhen. Die Truhen wären aber dann eher designertechnisch. Die sind nur zum Design da. Was haben wir denn hier noch? Schwarzeiche. Ich muss das mal probieren. Pass auf. Warte mal, Schwarzeiche. Akazie. Machen wir mal eben so. Nee, das ist genau das, was ich nicht wollte. So, sieht das denn genauso aus? Oder was ist damit? Sieht das auch so ein bisschen, naja, so metallisch aus? Nee, das sieht anders aus. Gut, dann brauche ich jetzt Schwarzeiche. Da werden wir wahrscheinlich wieder nichts haben, ne? So wie ich mich kenne. Akazie. Glaubst du es denn? Du kommst rein, du kommst rein. Akazienholzzäune haben wir. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Haben wir Akazienholz noch bei? Ja. Brauchen wir jetzt noch ein Akazienholz-Tor. So. Passe Obacht. Ich hätte mir vielleicht zwei von denen machen sollen. Genarf. Ich sollte mir vielleicht auch oben eine Werkbank hinbauen. Wäre vielleicht auch ganz geschickt, aber ne. So, zwei Stück von denen. Wo haben wir die Zäune? Hier. So, jetzt nochmal so und so. So und so. Wie gesagt, es wäre nett, wenn die nach außen aufgehen. Sieht auch gut aus, aber ist falsch.
Müssen wir das echt? Nee, so nicht. Müssen wir das echt so machen? So, jetzt gehen die nach außen auf. Habe ich das echt weggehauen? Ach, ich dösbaddel aber auch. So. Dann brauchen wir jetzt Truhen. Ich nehme die Werkbank, glaube ich, mit hoch. Das ist ja schlimm. Kann sich ja keiner angucken, wenn ich hier hin und her renne wie so ein Kloppi. Truhen haben wir natürlich nicht, aber wir haben dafür Material. So. Jetzt pass Obacht. So, dann kommen sie jetzt dann zwar nicht an die Truhen ran, aber sie sind theoretisch da. Muss man ja auch erstmal mit berücksichtigen. Nee, das glaube ich nur. Nee, scheiße, da. Ich meine Mist. Da komme ich nicht so hin. Wir müssen zurück zur Schwarzen Bergfeste. Wir brauchen Glowstone hier auf der Baustelle und zwar reichlich, wenn es geht. Lass ich hier mal das ganze Gerödel da. Wahnsinn. Gott, hab ich mich jetzt erschreckt, du. Heidriho. Denkst du nichts Böses? Auf einmal kippt hier die Klamotte vom Stuhl. Darauf muss ich erstmal ein Stückchen trinken. Prost. Ja, ich bin wach. Ich hoffe, ihr auch. Am, am, am. Ich meine, bei euch ist halb so schlimm, bei euch ist jetzt so helllicher Tag. Bei mir ist es stockduster. Und hüpf. So, Glowstone, dann nehmen wir uns am besten, wie viel nehmen wir da mit? Brauchen wir sonst noch irgendwas, wenn wir denn gerade schon mal hier sind? Eigentlich, also, was noch geil wäre, wäre so eine Art Half-Glowstone, also ein halber Glowstone quasi. Weil dann könnten wir das jetzt verwirklichen. Halt! Diesmal denke ich dran. Oh! Oh! Ho, 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 ho. Ja, da müssen wir definitiv demnächst einmal auf eine Tour gehen. Das ist, ja, peinlich. Ja, so ein Scheiß. Ach komm, ich geh da lang. Jetzt hat mich der Fluch der Tür schon in der Bergfeste erwischt. Ansonsten gibt's das immer nur von außen, aber jetzt auch schon von innen. Öfters mal was Neues. Hier sollten wir auch irgendwann mal anfangen. Am besten in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß, das sage ich so gut wie jede Aufnahmesession, aber naja. Ach, was ist denn jetzt los? Ich habe so einen Unterdruck im Zwerchfell. Das ist nicht schön. Und Sodbrennen auch noch dazu. Das ist... Ah. Oh, die letzte Nacht, die kam mir so endlos lange vor. Aber... Das erzähle ich euch dann quasi in der nächsten Folge. Ja. Schlafen gehen tue ich gleich. So, jetzt pass mal auf. Na, das ist doch mal ein Designerregal, sag ich mal. Wie cool ist das denn bitte? Kommt an die Truhe ran. Das ist ja mega schön. Coole Sache. Freut mich. Und hier kann man auch noch Fackeln mit draufstellen.
Mega gut. Gut, wie gesagt, bis morgen. Tschüss.